Ja, meine Damen und Herren, für die mich nicht kennen, herzlich willkommen in meinem Leben. Ich muss mich leider bei solchen größeren Veranstaltungen zurückhalten. Das ist nach der Veranstaltung nicht mehr der Fall, dann bin ich auch vorne. Aber ich muss mich da so ein ganz kleines bisschen schützen, weil es ist wirklich sehr, sehr schwer, weil man dann doch von sehr, sehr vielen Leuten gleichzeitig angesprochen wird und man dann auch innerlich nicht unbedingt so seine Ruhe findet. Lieber Wolfgang Berger, wir haben gerade gehört, gerade auch den Bereich des Mittelalters, des goldenen Mittelalters, der Braktiatenzeit, das fließende Geld als Lösung, einer unserer Bausteine des sogenannten Plan B, den wir entwickelt haben. Dazu kommen noch weitere Bausteine, unter anderem das friedliche Bodenrecht, denn wir haben zurzeit ein sehr kriegerisches Bodenrecht. Dazu kommen eben halt auch noch völlig andere Grundstrukturen in Sachen Arbeit und Einkommen, weil wir haben mittlerweile sehr wenig Arbeitsplätze, sondern mehr Einkommensplätze, weil wir nämlich das Dogma haben, dass Arbeit und Einkommen immer unmittelbar miteinander verbunden ist. Da muss man drüber reden. Aber ich möchte im Vorfeld, weil ich ein ganz kleines bisschen mehr Zeit habe, auch auf die aktuelle Situation eingehen. Ich komme gerade aus Russland zurück. Ich lebe in Kanada, wie Sie gerade gehört haben. Und da hat man ja doch schon relativ guten Überblick, weil man ist doch sehr, sehr gern hier zu Hause in Deutschland. Denn Deutschland ist natürlich meine Heimat und dazu stehe ich auch. Das weiß man übrigens meistens erst dann zu schätzen, wenn man nicht so oft da ist. Ist auch ganz wichtig. Wir leben in einem wunderbaren Land und das gilt es auch in irgendeiner Form zu schätzen für uns alle. Ich finde, daran sollten wir wirklich viel, viel lernen. Wir nehmen das leider oft sehr als selbstverständlich hin. Meine Damen und Herren, ein ganz kurzer Abriss zum Thema und auch zur Weiterführung der Aussagen von Wolfgang Berger. Wir haben ja ein Machtsystem und dieses Machtsystem basiert, wie wir gehört haben, sehr stark auch auf die Geldordnung. Und aus diesem Grunde ist die Geldordnung eines der wesentlichen Faktoren, die wir zu überprüfen haben und zu durchdenken haben. Und das kann eigentlich jeder, wenn er eins und eins zusammenzählen kann. Leider haben wir heute wenig gebildete Menschen, sondern vor allem Ausgebildete. Ausgebildete ist also aus mit der Bildung, sagt schon der Begriff, ausgebildet. Und ich bin persönlich, spreche auch lieber vor gebildeten als vor ausgebildeten Menschen. Das ist mir immer sehr wichtig, denn man wird ja mehr oder weniger auch abgerichtet im Rahmen dieser Bildungssysteme, um dann zu funktionieren. Und wenn wir alle in unsere Herzen hineinhören, stellen wir relativ schnell fest, es läuft was aus dem Ruder. Egal, ob ich irgendeiner Gruppe angehöre oder vermeintlich, wenn ich dran glaube, was mir im Nachrichten gesagt wird. Nachrichten ist ja ein schöner Begriff, da wird ja etwas nachgerichtet, damit wir uns danach richten. Und die deutsche Sprache ist ja wunderbar exakt. Und das führt natürlich dann eben halt zu den Verwerfungen, in denen wir heute sind. Deshalb möchte ich gerne ein paar Kleinigkeiten zum Aufräumen hier als Gedankengänge mitgeben Ihnen, dass Sie vielleicht zu Hause die ein oder andere Anregung haben, die Dinge zu überprüfen, die ich hier sage. Noch besser versuchen Sie zu widerlegen, denn dann kommen wir wieder zusammen. Das ist nämlich eine relativ einfache Geschichte. Im 19. Jahrhundert, meine Damen und Herren, war das britische Königreich finanziell am Ende. Man muss wissen, dass das britische Königreich, ich rede nicht wirklich von der britischen Königin, sondern das sind natürlich vor allem auch Figuren, die natürlich gewisse Traditionen aufrechterhalten. England hat eine Dreiteilung der Macht. Ein Teil ist das britische Königshaus, die Königin. Dann gibt es natürlich noch, die wissen vielleicht viele, das Bankenviertel von England, die sogenannte City of London, wo natürlich sehr, sehr viel Macht ausgeübt wird, wenn man das Geldsystem halbwegs verstanden hat. Und das Dritte ist dann eben halt das, was wir unter sogenannter Demokratie verstehen, in diesem Fall Downing Street Number 10, wo letztendlich dann die Abgeordneten unser aller Interessen vertreten sollen. So steht es zumindest irgendwo geschrieben. Funktioniert nicht immer, aber das hat ja auch seinen Grund. Man hat damals ein Geldsystem gehabt bis 1900 im britischen. Das war eine goldgedeckte Währung. Für diejenigen, die jetzt denken, Wolfgang, ich bin kein Freund der goldgedeckten Währung, aber ich möchte es zumindest als regulativ für die Geldmenge jetzt kurz ins Spiel bringen, denn dafür hat es ja einen Sinn gehabt. Was bedeutet das? Wir haben Außenhandel und Binnenpolitik. Es gibt ja den Begriff des Außenhandels, es gibt eben halt Außenhandelsdefizite, Außenhandelsüberschüsse. Wir sind Exportweltmeister. Das sind Begriffe, mit denen ich ein bisschen aufräumen möchte, worum es sich dabei handelt, weil diese Begriffe sind doch sehr abstrakt gehalten.
Und die kann man relativ gut verstehen, wenn man sie durchdenkt. 1900 hatte Großbritannien ein großes Problem. Sie waren wirtschaftlich äußerst schlecht gestellt. Das hing damit zusammen, dass 1871 Deutschland und Österreich und Ungarn damals eine sehr starke Wirtschaftskraft aufbauten und diese Wirtschaftskraft bedrohte die bis dato gültige Machtachse, die transatlantische Machtachse zwischen England und USA, wo sehr viel auch im Rahmen des Casino-Kapitalismus, das darf ich mal so sagen, Geld verdient wurde. Das britische Pfund war damals mit Gold unterlegt. Was heißt das? Eine Goldwährung ist also quasi ein Zettel, eine Banknote. Diese Note, also die Bank notiert also etwas, einen Wert, nämlich der Wert ist das Gold. Und man kann dann diese Banknote einsetzen und kann dann bei der Bank von England oder bei einer Notenbank, in dessen Land man lebt, kann man dann diese Banknote in Gold physisch in Gramm eintauschen. Das heißt, jedes Land, welches eine Währung hatte mit einem Goldstandard, mit einer Goldunterlegung, war also gehalten, die Geldmenge nur so weit auszudehnen, wie tatsächlich auch an Gold zur Verfügung stand. Damit war eine natürliche Regulierung drin, dass man kein Geld drucken konnte, wenn eben halt kein Gold mehr da war. So, nun hatte England das Problem zu der Zeit wirtschaftlich, dass sie mehr kaufen mussten aus dem Ausland an Waren, als sie verkaufen konnten. Was bedeutet das, wenn man mehr importiert, als man exportiert? Man muss an die Länder, die einen beliefern, mit Geld bezahlen. Und dieses Geld waren britische Pfundnoten. Und diese britischen Pfundnoten waren mit Gold unterlegt. Und wenn nicht genug Gold da ist, dann hatten die eben halt plötzlich nicht mehr noch genug Geld im eigenen Lande, weil es nun im Ausland war. Und das fehlte natürlich zirkulierend im eigenen Land. Es entstand eine, man nennt das dann deflationäre Tendenz, braucht man sich nicht merken, wenn man sich damit nicht tiefer beschäftigen will. Das ist also ein Problem, eine mangelnde Geldversorgung. Was hat England gemacht? England hat einfach Geld gedruckt und hat diesen Goldstandard nach über 200 Jahren aufgegeben. Hat also einfach Geld gedruckt, um wieder Geld im Umlauf zu haben. Das fällt natürlich irgendwann auf. Wenn also plötzlich sehr viel mehr Geld gedruckt wird, als tatsächlich an Gold da ist, dann entwertet sich das Geld. Das nennt man dann Inflation. Diese Inflation hätte England fast den Kopf gekostet und das britische Reich, das britische Imperium oder die transatlantische Achse wäre damals quasi pleite gewesen. Staatsbankrott und die Jahrhunderte aufgebaute Macht wäre am Ende gewesen. In solchen Situationen ist man meistens sehr einfallsreich, auch nicht unbedingt immer nur auf kriminellen, nicht kriminellen Wege, sondern man ist dann auch bereit, zum Beispiel in diesem Fall durch diplomatisches Geschick, zum Beispiel den Ersten Weltkrieg mit zu inszenieren, denn dieser Erste Weltkrieg führte dazu, dass man von diesem Missstand natürlich ablenken konnte. So gerieten wir in den Ersten Weltkrieg. Ich weiß, in den Geschichtsbüchern wird es ein bisschen anders dargestellt, aber wir müssen wissen, es geht um Geld. Als der Krieg dann zu Ende war, hat man Anfang der 20er Jahre versucht, in Genua eine sogenannte Finanzkonferenz einzuberufen, um dort das britische Pfund zu einer Weltleitwährung zu machen. Das war 1923. Da gibt es interessante Aufsätze. Ein Kollege, Peter Heisenko seines Zeichens, hat da zum Beispiel einen wunderbaren Aufsatz im Jahre 2008 zugeschrieben. Kann ich Ihnen gern empfehlen. Wichtig ist eines, damals haben die Menschen natürlich erkannt und die Staaten, dass es gefährlich ist, jemandem die Leitwährung zu übertragen und man hat es abgelehnt. Und dann kam der zweite Versuch, 1944, in einem Ort namens Bretton Woods. Das ist ein Ort in New Hampshire. Dort hat man ein System durchgesetzt, in dem alle Staaten sich der Welt bereit erklärten, den US-amerikanischen Dollar als Leitwährung anzuerkennen. Leitwährung mit T, nicht mit D, obwohl es D wäre eigentlich sinnvoller, würde zumindest mehr passen, aber Leitwährung. Was heißt das eigentlich, eine Dollar-Leitwährung? Bei einer Goldwährung ist es so, dass der Geldschein des jeweiligen Staates an eine bestimmte Menge Gold gebunden ist. Der Goldpreis ist natürlich auf die Währung auch fixiert und dadurch unveränderbar. Bei einem Golddevisenstandard, wie es entstand durch die US-Dollarnote,
die man als Weltleitwährung eingeführt hatte, war es so, dass nur noch der US-Dollar mit Gold unterlegt war. Nur noch der US-Dollar. Und alle anderen Währungen haben sich bereit erklärt, diesen US-Dollar als Leitwährung anzuerkennen und hatten somit über feste Wechselkurse zum Dollar quasi indirekt einen Bezug zum Goldstandard, weil der Dollar mit 25% Gold unterlegt war. Ich hoffe, dass das so halbwegs verstanden ist. Ich finde das nur wichtig, dass man einmal den Zusammenhang mal zumindest gehört hat. Und wir nehmen das übrigens auf Video auf. Das können Sie dann, wenn Sie wollen, auf unserer Seite sogar mal irgendwann kostenlos nachgucken. Da steht das dann drauf, falls es jetzt zu schnell ging. So, und hier wird auch ein Problem natürlich deutlich. Wenn wir also diese festen Wechselkurse haben zwischen der Leitwährung und der ganzen Währungen rundherum, die nicht Dollar sind, denn Wirtschaft macht nur dann Sinn, wenn Außenhandel, also Binnen- und Exportpolitik, Innen- und Exportpolitik immer ausgeglichen ist. Eine ausgeglichene Handelsbilanz. Geld ist ein Mittel. Geld ist nicht zum Selbstzweck. Leider ist es dazu verkommen, Geld ist ein Mittel, um letztendlich Wirtschaft zu betreiben. Es soll den Menschen dienen. Mittlerweile dienen ja die Menschen dem Geldsystem. Warum? Weil wenn einer beispielsweise immer nur konsumiert und immer nur ausgibt, obwohl er das gar nicht verdient, dann muss irgendein anderer das Ganze erarbeiten. Und da beginnt die Ungerechtigkeit. Ein solches System, wie in Bretton Woods festgelegt wurde, bedeutet natürlich, dass alle Staaten ein Interesse daran haben müssen, möglichst genauso viel zu exportieren als zu importieren. Es ist wunderbar, dass man in der Welt bestimmte Waren austauscht, die man nicht hat. Wir haben keine Oliven in Deutschland. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, welche aus Spanien oder Griechenland hereinzuholen. Gar keine Frage. Oder unseren Sachverstand. Gerade Deutschland ist ja nun das Land der Dichter und Denker, die, das war es nicht nur, sondern das ist es aus meiner Sicht auch noch. Das merkt man, wenn man in anderen Ländern ist und immer wieder nach Deutschland kommt. Die Technik, die Ingenieurskunst, die ist auf der ganzen Welt hoch bekannt und hoch angesehen. Das ist einfach so. Und so konnten die Deutschen natürlich ihr Know-how auch wunderbar verkaufen. Und so konnte man natürlich auch immer wieder einen ausgeglichenen Außenhandel haben. Ein Problem ist natürlich so, dass jedes Land weiß, man kann nicht immer ungefähr gleich sein, dass man gleich viel importiert, wie man exportiert. Man kann auch mal schlechte Zeiten haben. Wenn man schlechte Zeiten hat, hat Bretton Woods vorgesehen, dass man sich vorher Reserven anlegen konnte für schlechte Zeiten. Das war vorgesehen. Aber diese Reserven wurden natürlich angelegt in Dollarnoten, weil das war ja die Leitwährung. Also aufgrund der Tatsache, dass man den Staaten zugestand, selbst Reserven zu bilden für schlechte Zeiten, die ja dem Dollarraum nun entnommen werden mussten, fehlte ja dieses Geld plötzlich im Dollarraum. Und hier wird der Pferdefuß deutlich. Deshalb hat Bretton Woods gesagt, also dieses Abkommen, alle Dollarnoten, die aus USA rausfließen in ein anderes Land, weil die eben halt mehr exportieren als importieren, diese Dollarnoten müssen retransferiert werden nach USA. Das heißt, so hatte die USA plötzlich überhaupt kein Interesse mehr daran, überhaupt noch eine ausgeglichene Außenhandelsbilanz zu haben. Das heißt, gleich viel zu importieren als exportieren. Das war ihnen eigentlich wurscht. Sie kriegten ihr Geld sowieso immer wieder zurück. Es ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass man diese ganze Situation versteht. Was bedeutet das? Die USA war 1944 natürlich eins der größten, war das größte Exportland der Erde. Es hatte moderne Technik, moderne Autos, alles war wunderbar. Niemand ist jemals auf den Gedanken gekommen, dass dieses Land mal in finanzielle Schwierigkeiten geraten könnte. Aber es war logisch, denn wenn ich beispielsweise als einziges Land kein Interesse mehr haben muss, meine Wertschöpfung auch zu erarbeiten, weil mir ja gar kein Geld verloren gehen kann, weil ich es ja über einen Vertrag immer wieder zurückbekomme, egal wie, dann entsteht natürlich irgendwann ein Problem und das haben wir. Die USA hat dann letztendlich, wenn immer Leute mehr an die USA verkauft als gekauft haben, Deutschland ist ein klassisches Exportland, und das war für Deutschland auch gar nicht weiter schlimm, denn von 1949 bis 1971 hatte Deutschland auf dem Wege des Exportes zur USA, weil sie ganz viel an USA verkauft hatten und dadurch Dollarüberschüsse erwirtschaftet hatten in Deutschland, den entsprechenden Goldanteil, 25%, gutgeschrieben bekommen. Das sind die sogenannten 3.600 Tonnen Gold, die Deutschland hat. Vielleicht haben Sie es schon mal gehört, Deutschland soll 3.600 Tonnen Gold haben. Es geht gar nicht darum, wo die jetzt liegen. Es geht nur darum, dass es Ihnen zumindest erst einmal gehören soll.
Wo kommt denn dieses Gold eigentlich her? Glauben Sie allen Ernstes, irgendeine Regierung hat zwischen 1949 und 1971 Gold gekauft? Nein, das waren Übertragungen aus den Außenhandelsexportüberschüssen. Weil das Geld haben sie natürlich wieder zurückgeben müssen, aber das Gold wurde ihnen gutgeschrieben. Und so entstand von 1949 bis 1971 diese Riesenmenge an Gold, die plötzlich in Deutschland als Staatsgold vorhanden war. Und das machte natürlich USA langsam Probleme. Weil sie haben nämlich irgendwann festgestellt, verdammt, wir haben kein Gold mehr. Und dann hat 1971 Nixon einfach gesagt, wir machen kein Gold mehr raus, also das machen wir einfach nicht mehr. Wir kündigen den Goldstandard auf, lassen aber das System an sich einfach laufen. Und plötzlich brauchten sie kein Gold mehr hinterlegen für ihr Geld. Dann rissen natürlich auch die festen Wechselkurse der einzelnen Währungen untereinander ab und es begann die große Währungsspekulation. Die Banken spekulierten gegen andere Staaten, sie spekulierten auf Kursverluste oder Kurssteigerungen anderer Währungen, weil das plötzlich abriss. Der Goldpreis wurde plötzlich frei und der Preis wurde plötzlich tatsächlich durch Markt und Anfrage reguliert. Ist ja auch alles in Ordnung, aber man hätte das System ändern müssen. Und hier wird es deutlich, in welcher Situation wir sind. Wir haben seit 1971 bis zum Jahre 2012 ungefähr 2,5 Billionen Euro an Überschüssen gegenüber anderen Staaten, vorrangig USA, erwirtschaftet. Kommt Ihnen das bekannt vor? Das ist ungefähr das, was man uns als Staatsverschuldung verkauft. 2,5 Billionen Euro. Und das Spannende ist, wenn wir das mal in Gold umrechnen würden, wenn der Goldstandard noch weiter geblieben wäre, so wie er vertraglich festgelegt war, und man ihn nicht widerrechtlich gekündigt hätte, dann hätten wir heute einen Anspruch auf ungefähr weitere 60.000 Tonnen Gold. Ups, so viel gibt es gar nicht auf der Erde. USA hat nur 9.000. Sie merken, es geht hier also offensichtlich um Macht und man hatte plötzlich Angst, ein weiteres Mal, dass das Machtsystem der transatlantischen Achse entfleucht. Und dann ist man auch bereit, unredliche Mittel einzusetzen. Das ist aus meiner Sicht schlichtweg unredlich, wenn man Verträge nicht einhält. Denn Verträge kommen von Vertrag und Vertrag kommt ja von Vertragen. Deshalb, man will sich ja auch vertragen, deshalb gibt es ja die Verträge. Das ist ja der Begriff von Vertrag. So, und nun ist es so, wir haben natürlich kein Gold bekommen in der Zeit bis 71 oder von 71 bis heute. Aber wir haben auch interessanterweise, wenn wir in die Bundesbankbilanzen gucken, auch die ganzen Überschüsse nicht. Man sagt doch immer, wir sind Exportweltmeister. Ja, wo sind denn die ganzen Goldüberschüsse? Die ganzen Geldüberschüsse? Von mir aus auch in Dollar. Wo sind sie? Ups, die gibt's nicht. Wir müssen sie irgendwie wieder löschen. Und das ist Fakt. Und wenn wir mal eine Frage machen bei der Bundesbank und sagen, die vielen Billionen oder vielen Hundert oder Tausend Milliarden, ich meine eine Billion sind 1.000 Milliarden, die 2.500 Milliarden, die wir jetzt den US-Amerikanern zum Beispiel an Waren gegeben haben, da hätten wir jetzt gerne auch die Bezahlung für, die müsste ja irgendwo verbucht sein. Wir stellen fest, nein, sie ist nicht verbucht, weil sie nicht da ist. Spätestens da sollte man sehr wachsam werden und überlegen, wer sind eigentlich unsere Freunde? Wer sind sie eigentlich? Die, die uns vielleicht einfach nur ehrlich und redlich und ohne Komplikation zu fairen Preisen Gas und Öl liefern? Oder diejenigen auf der anderen Seite, die uns ausschließlich mit Subprime-Krediten versorgen oder mit irgendwelchen Krisenpapieren, die uns alle in Schwierigkeiten bringen und von einem Krieg in den anderen. Ich will die Frage nur gestellt sein. Ich komme gerade aus Russland und ich bin sehr kritisch gegenüber allen totalitären Systemen, dem russischen totalitären System und den US-totalitären System und den europatotalitären System. Wir müssen endlich lernen, wieder frei zu denken und auch versuchen zu erkennen, dass irgendwas in diesem Land schiefläuft. Nehmen wir nochmal die Situation 1971 bis 2012. Wir haben dort 2,5 Billionen Überschüsse erwirtschaftet. Normalerweise müssten wir dadurch, dass wir jetzt keinen Goldstandard zugeteilt bekommen, weil der ja gekündigt wurde, müssten wir ja zumindest eine Verzinsung bekommen. Nehmen wir mal 5% Zinsen nur an. Das sind 120 Milliarden im Jahr. 120 Milliarden im Jahr, die wir mindestens an Zinsen bekommen müssten für die Überschüsse, weil man uns hier erklärt, auf der politischen Ebene, wir sind Exportweltmeister und glaubt, das ist was Positives. Wollen wir mal mit den Begriffen aufräumen. Was ist eigentlich ein Exportüberschuss?
Wir sind Exportweltmeister und wir haben Exportüberschüsse. Was heißt das? Wir arbeiten weitaus mehr, als wir selbst verbrauchen und verkonsumieren. Viel, viel mehr. Wenn wir also unsere Arbeit um diesen Prozentsatz einstellen würden, hätten wir keinen Mangel dadurch. Wir arbeiten quasi für andere, das ist der Exportüberschuss. Weil wir nur Arbeit ist Investition. Die meisten bringen irrtümlicherweise den Begriff Investitionen immer mit Geld in Verbindung. Investitionen ist ein Vorgang von Arbeit, von Geiz, von Grips, von Einsatz. Das ist Investition. In Geld wird es nur ausgedrückt. Wir müssen lernen, klarer zu denken, unsere Vokabeln sauber einzusetzen, korrekt zu sein, nicht politisch korrekt, denn politisch korrekt ist gelogen. Korrekt ist ganz klar definiert. Klar, beweisbar, ehrlich, aufrichtig, das ist korrekt. Wenn ich das mit einem Adjektiv politisch einschränke, das ist eine Einschränkung, dann ist es automatisch eine Lüge. Wie schlimm oder wie wenig, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber so ist es nun mal. Was ist denn ein Außenhandelsdefizit, was die US-Amerikaner haben? Das bedeutet, die US-Amerikaner zum Beispiel, nichts gegen die Amerikaner, darum geht es nicht, denn die sind durch das Bretton Woods-System genauso in die Krise geraten wie wir. Genauso. Aber auf der anderen Seite. Denn sie konsumieren mehr, als sie an Wertschätzung an Arbeit bringen. Und wenn einer immer nur konsumiert und nicht dafür arbeitet, das heißt die Wertschöpfung nicht adäquat oder angemessen ist zum Konsum, und der andere immer nur arbeitet, auch ohne entsprechenden Konsum, denn unser Konsum müsste wesentlich höher sein. Wenn jemand sagt, wir in Deutschland haben über unsere Verhältnisse gelebt, dann ist das die Unwahrheit. Nein, wir haben weit unter unseren Verhältnissen gelebt, weil wir haben ständig unsere Arbeitskraft abgegeben und wie wir sehen an den Bundesbankbilanzen, für nichts. So einfach ist die Welt. Das klingt so absurd, weil man sich das nicht vorstellen kann. Aber so ist es nun einmal. Ich will einfach nur ein bisschen Ihre Synapsen stimulieren, über die ein oder andere Dinge mal nachzudenken. Stellen Sie sich mal vor, es ist wie eine Waage. Nehmen wir mal an, das Beispiel Deutschland-Portugal oder Deutschland-Spanien, das ist völlig egal. Wir brauchen eine ausgeglichene Handelsbilanz, das ist ungefähr eine Ware. Die Ware, die weggeht, das muss ungefähr genauso viel sein, wie die, die zurückkommt. Das ist eine Außenhandelsbilanz. Wenn wir jetzt aber beispielsweise die Situation haben wie USA und wir stellen jetzt fest, dass da ganz viel Waren in den USA sind und nur ganz wenig zurückkommen, dann sehen wir, ist die Außenhandelsbilanz nicht mehr ausgeglichen. Verständlich? Jetzt könnten wir Folgendes machen. Wir könnten natürlich versuchen, was vielleicht der Wirtschaft nicht unbedingt so besonders gut tut, also der Ökologie. Denn wir produzieren ja mittlerweile Blödsinn, den gar keiner mehr braucht und zerstören unsere Umwelt. Ich meine, in Fukushima läuft und alles so. Wie lange wollen wir uns diesen Wahnsinn eigentlich noch gefallen lassen? Ja? Das heißt, wir können jetzt auf der einen Seite hier so viel raufpacken, bis das wieder in die Waage kommt. Wir können aber auch sagen, wir nehmen einfach von hier aus ein bisschen was rüber. Dann würden wir das, was wir hier wegnehmen, dazu nehmen und dann würden wir logischerweise auch in die Waage kommen mit einem Unterschied. Wir bräuchten nur die Hälfte an Material bewegen, weil was das eine wegkommt, kommt beim anderen wieder mit dazu. Ist das halbwegs verstanden? Also sehen wir uns mal beispielsweise an Griechenland, wird ja regelrecht gegen die Wand genagelt im Moment. Kleinen Moment bitte. So. Das heißt also, Griechenland hat ja ein großes Problem, weil sie produzieren nichts mehr und sie können auch kaum noch was liefern. Jetzt werden sie vom IWF unter Druck gesetzt und müssen irgendwelche Auflagen bringen, die sie gar nicht bringen können. Wo liegt denn ihr Problem? Sie importieren mehr, als sie exportieren. Und wie können wir das Problem lösen? Indem wir dieses Modell der Waage produzieren. Warum verkaufen wir Deutschen so viel ins Ausland? Und zwar mehr, als wir zurückbekommen. Was folgert daraus? Unsere Waren sind zu billig. Natürlich sind unsere Waren zu billig. Sonst würden wir ja nicht mehr verkaufen, als wir zurückbekommen. Und nur die Waren haben Wert. Was können wir dagegen tun? Ganz einfach. Wir müssen unsere Waren erhöhen. Also, der Gehaltsanteil unserer Waren und Dienstleistungen liegt ungefähr bei 10%. Würden wir also das Gehalt um 50% aller Mitarbeiter erhöhen, und zwar der unteren Lohngruppen. Und zwar wirklich der unteren Lohngruppen. Ich denke an die wirklich wichtigen
Arbeiten, die gemacht werden. Nicht den Investmentbanker, der jetzt an anderer Leute Geld Gassi führt, sondern ich denke da an Altenpfleger, ich denke dort an Leute, die wirklich wichtige Arbeiten machen, Krankenschwestern und so weiter. So, jetzt würden wir beispielsweise auch in der ganz normalen Produktion, würden wir die Gehälter um 50% erhöhen. Und wenn wir wissen, dass der Gehaltsanteil bei den Produkten nur 10% ausmacht, dann würden sich die Produkte im Ausland nur um 5% erhöhen. 10%. Wozu würde das führen? Dass in Griechenland weniger gekauft werden würde. Und wozu würde das doch führen? Dass in Deutschland die Binnennachfrage dermaßen aktiviert wird, dass plötzlich das, was vorher ins Ausland verkauft wurde, doppelt und dreifach ins Inland verkauft würde. Das heißt, der Wohlstand würde sich erhöhen. Und zwar sowohl auf deutscher Seite als auch auf griechischer Seite. Weil die Griechen nämlich aufgrund der erhöhten deutschen Preise plötzlich wieder wettbewerbsfähig wären. Das, was ich Ihnen hier sage, ist nicht mein Modell, welches ich favorisiere. Dieses, was ich Ihnen hier erzähle, nennt man freie Marktwirtschaft. Nicht, dass Sie denken, das ist mein Modell. Das ist das Modell, in dem wir leben. Aber wissen Sie, was wir gerade feststellen? Nichts von dem wird angewandt. Weil wir längst die Marktmechanismen verlassen haben, völlig verlassen haben. Und wir mittlerweile auf einem ganz anderen Trip unterwegs sind. Und das sind diese totalitären Systeme, die wir haben. Wenn wir nämlich wissen, dass die US-Amerikaner, und das, ich möchte vor allem eines dabei nochmal fest, es geht mir nicht um die Personen, um die Menschen, sondern es geht mir natürlich um die US-Administration oder die Steuerer dieser Systeme. Ich will ja nicht schon wieder, sonst kommt wieder die Verschwörungskeule. Ich habe ja schon alle Adjektive, rechts, radikal, links, radikal, Verschwörer und alles, ich kenne das ja alles. Weil wenn man frei denkt, das ist man natürlich nicht, ja, das ist nicht erlaubt in Deutschland, frei zu denken. Weil es wird nämlich dann die Leute irgendwann dazu bringen, dass sie es verstehen. Danke. Meine Damen und Herren, ich glaube ganz einfach nur, wir müssen lernen, diese Zusammenhänge jetzt erst einmal zu verstehen und zu begreifen, weil das die Grundstrukturen sind. Und nichts von dem wird angewandt. Wir wissen aber, dass sehr viele Leute aufgrund dieses Systems von der ganzen Struktur leben können. Und das sind eben halt Ultrareiche. Und es geht mir doch nicht um eine Diskussion arm gegen reich, dick gegen dünn, homo gegen hetero, Mann gegen Frau, Unternehmer gegen Arbeitnehmer. Meine Damen und Herren, das ist das Problem, mit dem wir für dumm verkauft werden, teile und herrsche. Das älteste System, was es gibt. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Unternehmer und Arbeitnehmer sind beide Arbeiter. Ich möchte, dass Schwule und Heteros gleichzeitig glücklich sein dürfen, ohne dass man darüber diskutiert. Das ist doch überhaupt nicht unser Thema. Wir müssen uns endlich davon lösen, dass wir Menschen sind und letztendlich irgendwo versuchen müssen, mit derselben Energie diese Machtsysteme zu erkennen und auszuschalten, so wie diese Energie es versucht, die Menschen auszuschalten. Merken Sie nicht, wie ungleich dieser Kampf plötzlich wird? Und wir haben die Chance, es zu wollen, aber wir müssen natürlich auch in irgendeiner Form wach werden und die Dinge erst einmal verstehen. Und zwar ohne Hass, nicht Kampf. Ich habe keine Partei, sammle keine Spenden, auch wenn es sich fast wie eine Parteirede anhört. Nein, im Gegenteil, ich gehöre keiner Partei an, das muss ich leider jetzt sagen. Es gibt den lateinischen Begriff Pars Populi. Pars Populi ist Latein und heißt, es bezeichnet die skrupellose Spaltung von Menschen. Daraus leitet sich leider auch der Begriff Partei ab. Und wir müssen einfach wissen, dass wir mit den hergebrachten Mechanismen so nicht weiterkommen und wir umdenken müssen. Meine Damen und Herren, ich möchte einfach noch mal ein bisschen was bringen hier. Mal gucken, ob das geht jetzt. Ja, pass auf, ich mache das ganz viel besser. Ich mache das gleich so. Gucken, passiert. Ja, dauerte sonst, er hat mir gesagt, es dauert auch diese 3 Sekunden. War mein Fehler. Au. Ich habe hier nochmal dasselbe oder ein ähnliches System, was wir gerade von Herrn Berger gehört haben, die Entwicklung der Staatsverschuldung in Deutschland. Und wir sehen hier, wie wir angeblich wahnsinnig hoch buxiert wurden. Natürlich, wenn uns die Exportüberschüsse ständig abgenommen werden, wenn wir sie nicht behalten dürfen, dann ist das so. Aber ich will es Ihnen gleich nochmal kurz beweisen an der Stelle. Staatsverschuldung. Und das ist jetzt ein interessanter Begriff. Ich würde jetzt am liebsten, wenn ich mehr Zeit hätte, erstmal versuchen, den Begriff Staat zu definieren. Was ist überhaupt Staat? Die einen sagen, das ist die Regierung. Die nächsten sagen, das sind wir alle. Dann gibt es eine Definition, die sagt, das ist der Bund, die Länder, die Städte, die Gemeinden und die Sozialversicherungshaushalte. Wir merken schon, der Begriff Staat alleine ist schon relativ schwer zu definieren. Wie soll ich denn über einen Begriff
sauber und exakt argumentieren, womöglich noch wissenschaftliche Untersuchungen durchführen, mathematisch, wenn ich nicht mal weiß, worum es sich handelt, wenn ich nicht mal die Überschrift klar definiert habe, meine Damen und Herren. Und wir stellen hier plötzlich fest, die USA hat 12,4 Billionen Schulden. Das sind keine, das sind also die Trillions für die Englisch sprechenden, also nicht die Billions, also als Milliarden. 12,4 Billionen Euro. Japan 8,1. Deutschland 2,1. Meine Damen und Herren, die USA, Japan und Deutschland, das ist ein interessantes Spiel hier, sind übrigens die wettbewerbsfähigsten Länder dieser Erde. Das sind interessanterweise ausgerechnet die, die am höchsten verschuldet sind. Vielleicht sollten wir auch mal über diesen Zusammenhang nachdenken, wenn es heißt, wir müssen ja mit dem Wettbewerb Konkurrenz halten. Wir müssen ja jetzt mit geschickten Kinderhänden Arbeit in Indien konkurrieren, wenn wir unsere Klamotten hier anbieten wollen. Das darf nicht sein. Wie kann es sein, dass beispielsweise ein koreanischer Autohersteller ein Fahrzeug auf den Markt bringt, was 15.000, 20.000 Euro billiger ist und vergleichbar mit einem VW? Wie kann das sein, obwohl es um die halbe Welt geschippert werden musste? Das muss doch teurer sein, das kann doch nicht billiger sein. Und dann stellt man relativ schnell fest, ja, die haben natürlich keine Umweltauflagen. Die können die Chemie einfach so in die Flüsse reinblasen, interessiert da keinen. Kinderarbeit interessiert die nicht. Ab 8 Jahren kann man da ohne weiteres eingesetzt werden, voll. Das ist das, womit wir zu konkurrieren haben, meine Damen und Herren. Und wir müssen wettbewerbsfähig sein? Ja, wie absurd ist denn das? Natürlich nicht. Und was macht man dagegen, wenn man so etwas hört? Ja, genau das, was jeder Vernünftige macht. Man schützt sein Volk und man schützt den Planeten im Interesse der Menschen. Das nennt man dann Protektionismus. Oh, ein böses Wort, Protektionismus. Das ist jemand, der tatsächlich sein eigenes Volk schützen will. Ja, dann macht man einfach Schutzzölle. Es kann doch nicht sein, dass wir mit unserer Arbeit im Prinzip die Umweltvernichtung und die Zerstörung der Erde und der Menschen auf anderen Teilen der Erde mitfinanzieren und mit denen in Konkurrenz gestellt werden. Das ist doch absurd. Wir denken nicht mehr drüber nach. Und Sie können heute Abend wieder nach Hause gehen, machen NTV an und dann läuft das alles wieder wunderbar. Und dann können Sie gucken, wie die Biotechnologiewerte sich wieder erholt haben und der russische Markt momentan runtergeprügelt wird. Das ist nicht das, worum es ankommt. Wenn morgen das gesamte Geldsystem weg ist, das wäre doch das Beste, was passieren könnte. Gewöhnen wir uns mal an den Begriff Staatsbankrott. Mein Gott, was ist denn? Dann ist doch keine Maschine weg, keine Fabrik ist weg, kein Auto, kein Produkt, nichts ist weg. Alles bleibt, nur das Geld ist weg. Darauf kann man gut neu durchstarten. Das heißt, die Reset-Taste drücken macht schon mal Sinn. Aber wir sind natürlich so in Angst gebracht worden. Oh Gott, das System ist ja... nicht in irgendeiner Form zu diskutieren. Ja, das ist wichtig. Meine Damen und Herren, so, wir sehen also, die haben alle Schulden. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Sonstige 8,3, die Summe aller Staaten dieser Erde, 36 Billionen Euro Schulden. Und wie Sie eins und eins jetzt zusammenzählen können, nach meinem werten Kollegen Herrn Berger im Vorfelde, das ist auch das, was an Guthaben da ist, an reinem Geld. Weil Guthaben und Schulden natürlich immer dasselbe ist. So, aber bei wem sind die denn jetzt alle verschuldet? Untereinander? Wenn USA bei Japan jetzt Schulden hätte, dann könnten die das ja durch ein Clearing ausgleichen. Wenn ich Herrn Kuhlmann 100 Euro leihe und eine Woche später leiht er mir 100 Euro, dann sind wir eigentlich glatt. Aber in unserem System ist es so, dass wir jetzt 200 Euro Schulden im Umlauf haben und die wird als Geld umläuft. Die läuft jetzt um und damit bezahlen wir unsere Waren. Das ist das Absurde. Das ist so schwer zu greifen und so schwer zu verstehen, weil wir werden natürlich auch in unseren Systemen nicht besonders intelligent gefördert. In Schulen wird das Geldsystem nicht unterrichtet, sondern es werden letztendlich irgendwelche Börsenspiele gemacht. Es werden irgendwelche Geldsysteme da. Die Leute sollen auf gar keinen Fall verstehen, wie es funktioniert, sondern nur, wie es wirkt. Und das führt zu dem, was wir haben. Also wo sind die 36 Billionen denn? Wo sind die denn? Bei wem sind wir denn verschuldet? Bei Außerirdischen? Mm-mm. Nein, natürlich im Bankensystem. Weil wir müssen das Geld, was wir bekommen, uns ja bei Banken leihen. Es geht nicht um die Banken, es geht nicht um die Personen der Banker, wenn jetzt hier Banker bei sind, um Gottes Willen. Nein, natürlich nicht, denn die sind in derselben Situation. Wir sind nämlich alle in diesem System gefangen. Ja, und eine Volksbank oder eine, also jetzt genossenschaftliche Banken oder auch eine öffentlich-rechtliche Sparkasse,
die ja einen völlig anderen Auftrag hat als die großen Banken, nämlich tatsächlich auch Infrastrukturen vor Ort, regional. Der Vorstand kennt die Leute noch, die er zum Schützenfest dann sieht. Das ist eine ganz andere Motivation, dort zu arbeiten. Da ist natürlich die Grundhaltung eine ganz andere, als man sie beispielsweise bei großen kommerziellen Banken hat. Ja, das ist natürlich so. Aber trotz alledem sind auch diese Banken im System gefangen. Und wenn Frau Merkel sich Geld, wenn Frau Merkel zum Beispiel wenn Frau Merkel beispielsweise einen Rettungsschirm macht, wissen Sie noch 2008? Bankenpleite, oh Gott, wir brauchen einen Rettungsschirm, ist auch ein interessanter Begriff, Rettungsschirm. Ja, ein Regenschirm schützt vor Regen, ein Sonnenschirm schützt vor Sonne. Wovor schützt eigentlich ein Rettungsschirm? Die Sprache ist sehr exakt, meine Damen und Herren. Denken Sie mal drüber nach. €36 Billionen ist also unsere Verschuldung. Und wo kommt die her? Von den Banken. Denn wenn Frau Merkel den Banken Geld geben will, muss, weil es ist alternativlos, das ist übrigens das Argumentationsniveau im drittklassigen Sachbearbeiterstadion einer Standardbuchhaltung. Ja? Wenn einer sagt, alternativlos, haben wir immer schon gemacht. Auf dem Level läuft heute unsere Politik. Es ist beschämend, wie verdummt wir sind, was wir in den letzten 200 Jahren an Intelligenz eingebüßt haben. Es ist einfach abenteuerlich. Es ist wirklich abenteuerlich. Nein, wir müssen uns das Geld leihen von den Banken. Deshalb heißt es ja Banknote. Weil viele sagen, ja, der Staat ist schuld. Das werden wir gleich noch haben. Nein, wenn der Staat Geld drucken könnte, dann hieß es ja Staatsnote. Es heißt aber Banknote, weil der Staat es sich bei den Banken leihen muss. Mensch, die Sprache liegt doch vor uns auf der Hand. Aber was sagt man uns? Na, mal gucken. Mal sehen, was man sagt. Weltverschuldung, okay. Zitate aus der Politik. Wir sind verschuldet. Das hatten wir schon widerlegt. Natürlich sind wir nicht verschuldet. Denn Schulden und Guthaben ist dasselbe. Aber wir gehen mal weiter. Wir müssen die Schulden abbauen. Wir. Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Ich habe gerade schon festgestellt, in Deutschland haben wir die letzten 30 Jahre unter unseren Verhältnissen gelebt. Weit drunter. Jeder Deutsche arbeitet in diesem Jahr 2750 Euro, jeder Deutsche, nicht jeder Arbeitnehmer, jeder Deutsche 2750 Euro, die er erarbeitet, deren Wertschöpfung er aber nicht behalten darf, sondern die muss er abgeben an ein anderes Land, die nicht bezahlen. Das nennen wir dann Exportüberschuss. Und wenn Sie glauben, das ist völlig überzogen, nein, das ist völlig untertrieben. Ich nenne bewusst, ganz bewusste Zahlen, dass wenn einer mal kommt und sagt, das stimmt ja alles nicht, was der Pop sagt, dann kann ich sagen, ja, es stimmt, es ist noch schlimmer. Aber besser ist ja, also fange ich lieber unten an. Ja, das ist mir wichtig. Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Wir müssen den Gürtel enger schnallen, kennen wir auch, so ein Standardding. Also ich weiß nicht so wirklich, was heißt eigentlich wir? Und das ist für mich einer der entscheidenden Faktoren überhaupt. Ich habe mal mit einer politischen Kaste an einer Universität vor nicht allzu langer Zeit im Süddeutschland gesessen und dann haben wir dort in einem Interview eben halt uns unterhalten und dieser Politiker oder diese Politikerin aus der EU für den Finanz- und Wirtschaftsbereich zuständig sprach, ja, eine Worthülse nach der anderen, die sie absonderte. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann sagte, als man mich fragte, was ich denn von ihren Ausführungen halte, ich habe gesagt, ich habe nicht viel verstanden davon, aber ich hätte gerne mal eine Frage, wen meinen Sie, wenn Sie wir sagen? Sie sagen ständig das Wort, wir müssen, wir haben und wir sollten. Wer ist eigentlich wir? Ja, da kommt dann natürlich nur noch gar nichts mehr. Wer ist wir? Ja, denn das ist eine sehr schwere Frage. Wer ist eigentlich wir? Wir alle? Sie und ich? Wir Unternehmer? Und jetzt gucken wir uns mal an, die volkswirtschaftlichen, eine sogenannte Überschussrechnung der Volkswirtschaft. Keine Angst, wird ganz entspannt sein, wir brauchen hier keine schwere Mathematik. Ich möchte einfach nur mal den Begriff wir definieren. Ich habe jetzt mal die Veränderung von 1991, also nach der sogenannten Wiedervereinigung, bis 2011. Das sind die Zahlen, die wir heute haben. So, die Volkswirtschaft teilt uns, also wir, teilt uns in 5 Konten ein, in 5 Bereiche ein. Das Konto 1 sind die privaten Haushalte.
Wir haben ja alle private Haushalte. Der Trend zum Single-Haushalt setzt sich durch bei jungen Leuten. Wie hat sich denn die finanzielle Lage seit 1991 gegenüber 2011 bei den privaten Haushalten verändert? Und da gucken wir mal kurz rein und da stellen wir fest, 2,124 Billionen Euro hat sich das Privatvermögen aller privaten Haushalte erhöht. Wenn jetzt einer mitdenkt und sagt, okay, 80 Millionen, die teile ich jetzt mal, dann wo ist eigentlich mein Anteil? Nein, es ist natürlich nicht gerecht verteilt. Das sind erstmal nur die privaten Haushalte. Da befinden sich natürlich auch Portfolios von Leuten drin, die zum Beispiel gar nicht merken würden, wenn sie eine Milliarde mehr oder weniger hätten. Es gibt Leute, die würden das nicht merken. Es gibt Leute, die haben Differenzen von 2-3 Milliarden am Tag in ihrem privaten Portfolio aufgrund von irgendwelchen Veränderungen von Kursen im Rahmen irgendwelcher Spekulationen. Ich sage Ihnen, wenn Sie jetzt eine Milliarde mehr hätten, Sie würden den Unterschied schon merken am nächsten Tag. Ja? Das wäre ja mehr als eine Verdoppelung. So, und das ist ja, ist so. Also, die privaten Haushalte, also ich will hier noch keine Definition machen, wie das gerecht verteilt ist, denn das ist ein anderes Thema, ich habe ja nur ganz wenig Zeit und möchte nur so ein bisschen Ihre Synapsen da stimulieren. Gehen wir mal ins Konto 2. Konto 2 sind produzierende Kapitalunternehmen. Was sind Kapitalunternehmen? Kapitalunternehmen sind die Unternehmen, die man als Personen bezeichnet, die aber nicht geboren wurden. Es gibt nämlich zwei Personen, die man haben kann in Deutschland. Die einen werden geboren, die anderen werden gegründet. Die gegründeten Personen, die machen das durch eine Eröffnungsbilanz, das nennt man dann GmbH, AG oder sonst irgendetwas. Und die anderen werden auf herkömmlichen Weg weitaus attraktiver auch gemacht. Und dauert länger. Aber ich bin persönlich der Meinung, die Geburt hat sich bewährt. Wir sollten uns von dem anderen langsam mal verabschieden. Zumal die Personen, die geboren wurden, so etwas haben wie Herz, Sachverstand, Seele, Moral, zumindest haben können. Kapitalgesellschaften haben es grundsätzlich nicht, weil es sind nur Konstruktionen. Aber bleiben wir trotzdem mal, ich muss mir immer noch so einen leichten Touch damit reinhauen, ich kann es nicht lassen. Ich hoffe, ich gehe nicht zu weit von weg vom Thema. Produzierende Kapitalunternehmen, wie hat sich denn deren Einkommen verändert? Da sind die ganzen Konzerne mit dabei und so weiter. Und da stellen wir plötzlich fest, 280,6 Milliarden Minus. Das ist übrigens nichts Schlimmes, dass da Minus ist. Warum? Weil Unternehmen auf Kredit produzieren. Unternehmen haben heute Eigenkapitalquoten von unter 25%. Die Insider wissen das, aber ich will ja keine Buchhaltungssendung machen. Das heißt also, wir haben letztendlich dort relativ viele Kredite. Und wir haben dort tatsächlich, da ist es interessant, weil mein Publikum an den Universitäten, wo ich ja auch viel unterrichte, die sind ja doch meistens mehr so aus dem linken Sektor, weil wer mit 18 kein Kommunist ist, der hat kein Herz und wer mit 40 noch Kommunist ist, ist ein Idiot. Das ist eben halt die Problematik. Aber das muss man ja auch erstmal lernen, alles, wie das so läuft. Ja? Das heißt also, wir haben hier schon ein Raunen, was dann durch die Menge geht, wenn die sagen, ups, das ist aber wenig. Eigentlich hätten wir gedacht, dass die Ganoven doch weitaus mehr haben. Die ganzen Konzerne, die ganzen Verbrecher. So wird es gerne so gesehen. Nein, so ist es nicht. Aber es gibt tatsächlich seit dem Jahr 2000 eine Veränderung, dass tatsächlich mehr erwirtschaftet wird auf Konzernebene innerhalb dieser Kapitalgesellschaften, als man tatsächlich an Kosten hat, nachdem man bereits alles ausgeschüttet hat, die Aktionäre befriedigt hat. Das ist auch eine sehr ungesunde Entwicklung, aber das würde sehr, sehr weit führen, das jetzt zu analysieren. Was für mich viel wichtiger ist, ist diese Säule, Finanzinstitute. Also die Unternehmen sollten eigentlich alle um der Nulllinie sein, denn alles, was erwirtschaftet wird, sollte auch ausgeschüttet werden, weil es sind keine Menschen, es sind Personen, es sind Gesellschaften. Wir müssen, das ist vielen nicht bekannt, wenn man nicht
betriebswirtschaftlich geschult oder eine kaufmännische Ausbildung hat, sind einem diese Dinge nicht bekannt. Man glaubt immer, eine juristische Person ist ein Anwalt. Nein, das ist, oft ist das so bei den Denkstrukturen. Und ich sage das ganz bewusst so, weil ich stelle fest, dass da sehr oft eine Überforderung stattfindet. Mit Sicherheit auch in den einen oder anderen Dingen, die ich hier loslasse. Aber wie gesagt, wird ja auch alles aufgenommen. Finanzinstitute haben tatsächlich 313,7 Milliarden plus gemacht. Das fand ich noch gar nicht so beeindruckend, denn dass die Banken nun Minus gemacht hätten, da hat doch keiner mit gerechnet, denke ich. Aber was viel interessanter ist, und das habe ich jetzt leider nicht dabei, das ist die Zahl von 2008 und 2009. Lehman Brothers Pleite. Ich habe ein Buch geschrieben 2003, das heißt Brot und Spiel. Ich habe einen Haufen Bücher geschrieben, aber da beschreibe ich im Jahre 2003 genau die Systematik, wie die Lehman Brothers Pleite mal zustande kommen wird. Ich wusste nur den Namen noch nicht. Hätte damals auch Goldman Sachs sein können, dann wäre Lehman heute eben halt die Leute, die heute die Ministerpräsidenten und Staatschef stellen würde. Das ist jetzt aber eigentlich egal. So, das heißt, gucken wir uns das Jahr 2008 mal an. Nichts geht mehr. Die Welt am Abgrund. Banken haben sich selbst misstraut und sich keine Gelder mehr geliehen. Rettungsschirme waren angesagt. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt gucke ich mir mal die volkswirtschaftliche Bilanz in dem Jahr 2008 an, wie dramatisch das aussieht. Und gucke ich rein, stelle fest, ups, plus, viele, viele Milliarden plus im Jahr 2008 und 2009 noch mal viel mehr plus. Wo kommen denn diese Milliarden Gewinn her 2008, 2009? Gut, da sind unsere Rettungspakete natürlich schon mit drin. Man muss sich einfach mal vor Augen führen, das ist einfach, hier wird es einfach deutlich an Perfidität einfach überhaupt nicht mehr zu überbieten, was da gelaufen ist. Natürlich war die Hypovereinsbank platt, die Commerzbank war platt, aber dann hätte man die Banken natürlich verpflichten müssen, dass sie auch für diese Geschichten gerade stehen müssen für die Kollegen und nicht, dass der Steuerzahler dafür gerade steht. Das ist das Geld, was hier in der Kommune nämlich fehlt. So einfach ist die Welt. Denn dort wird die Politik gemacht. Glauben Sie wirklich, dass die Politik in Berlin sitzt? Die sitzt in Frankfurt. In Berlin wird nur repräsentiert. Jetzt kommt der Übeltäter, der Staat. So. Und beim Staat wird es erst richtig deutlich. Die meisten sind ja gegen Staat. Der Staat kann nicht mit Geld umgehen, der Staat ist zu blöd, der Staat funktioniert nicht, gesetzliche Rentenversicherungen sind ziemlich absurd, wir müssen Kapitaldeckungsverfahren haben und so weiter. Meine Damen und Herren, das ist einfach absurd. Ein gesunder Generationenvertrag ist das Beste, was es geben kann, wenn man es nicht zerstört. Aber so kann man natürlich auch durch Interessen bestimmte Dinge regeln. Aber gucken wir uns mal die staatliche Situation an. Ups, sieht so der Täter aus? Sieht so wirklich ein Täter aus? Das ist ein völliges Elend. Und hier sehen, das ist übrigens in der Volkswirtschaft tatsächlich definiert, Bund, Länder, Städten, Gemeinde, Kommunen und die Sozialversicherungshaushalte, die befinden sich in diesem Begriff Staat. 1,158 Billionen. Minus, meine Damen und Herren. Wenn der Staat der Täter ist und dann heißt es, wir müssen privatisieren. Privare kommt übrigens aus dem Lateinischen und heißt berauben. Es sind Beraubungsvorgänge. Und wenn wir uns mal angucken hier, die Kapitalunternehmen, alles was so an Gewinnen gemacht wird, wo fließen denn die ganzen Gewinne hin? Immer in die privaten Haushalte, immer ins Konto 1. Das ist doch ganz logisch. Denn das sind wir letztendlich alle. Wenn man das Ganze jetzt mal addiert, müsste ja eine Nullnummer rauskommen, kommt aber noch nicht, weil es ist noch ein Konto da. Und hier wird es deutlich, was ich gerade erzählte, das ist nämlich das Ausland. Das sind die Exportüberschüsse, die wir jetzt hier mal sehen. Gucken wir mal, ups, das sind ja die Exportüberschüsse, so sehen die aus, die sind rot, unsere Exportüberschüsse. Was bedeutet denn das? Wir sind Exportweltmeister, wir brauchen die Umsätze. Und wenn jetzt beispielsweise Mercedes sagt, okay, wir wollen jetzt weiter Autos verkaufen in den USA, weil wir brauchen das, dann glauben immer alle, das Geld, was gewonnen wird, fließt Deutschland zu. Nein, das fließt dem Daimler-Benz-Konzern zu. Aber die Aktionäre sitzen nicht in Deutschland, die sitzen überall auf der Welt. Meistens fließt es wieder zurück. Das hat doch damit gar nichts mehr zu tun. Wir haben doch gar keine deutschen Unternehmen mehr. Wir haben doch Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben vielleicht. Aber wir müssen da eben halt viel, viel genauer hinsehen. Also, die USA ist völlig pleite. Jetzt wollen Sie aber weiterhin einen Computer von Siemens benutzen. Denn wissen Sie, dass seit 30 Jahren die USA nichts mehr produziert?
Keine Kleidung, keine Uhren, keine Textilien mehr richtig, fast gar nichts mehr, keine Schuhe. Warum nicht? Weil sie zu teuer sind, weil sie ja mehr konsumieren, als ihre Wertschöpfung ausmacht, weil sie haben ja ein Export-, ein Außenhandelsdefizit. Das heißt, sie konsumieren, ohne die Wertschöpfung entgegenzubringen. Das bedeutet, sie haben viel zu hohe Einkommen im Verhältnis zu dem, was sie eigentlich leisten. Das ist volkswirtschaftliche Bewertung, nicht gegen die Menschen. Das ist das Problem, was uns da reingebracht hat. So, das heißt, der Wirtschaftsstandort USA ist natürlich auch viel zu teuer dadurch. Also sind die ganzen amerikanischen Konzerne längst im Ausland und produzieren in China oder sonst was. Das heißt, die Arbeitslosigkeit hat dort ja extreme Massen. Aber es soll ja weiter konsumiert werden. Konsumieren, konsumieren. Man hatte dann die Idee gehabt, den Leuten dann Kredite zu geben für Immobilien, die es nicht wert waren, an arbeitslose Taxifahrer, die keine Kohle hatten. Da hat man dann durch bestimmte Systeme die amerikanischen Immobilien hochgewertet und hat ihnen dann im Prinzip Kredite darauf gegeben. Warum? Damit die Leute das Geld wieder konsumieren. Das dann letztendlich wieder heißt, die Wirtschaftsdaten aus USA sehen gar nicht mal so ungünstig aus heute. Was wir jeden Tag dann über irgendwelche Nachrichtensender hören. Das Land ist völlig bankrott und das ist unsere Hauptursache, aber man hält dran fest, weil man durch dieses Dollar-Leitsystem, dass die anderen ihre Exportüberschüsse eben halt nicht wirklich behalten können, wir sogar noch nicht mal bewerten dürfen und sie einfach weiterhin konsumieren. Und jetzt wird es interessant, die Außenhandelsüberschüsse, die die Welt gegenüber der USA macht, das heißt, die Waren, die sie verschenkt, entsprechen einem Gegenwert der amerikanischen Rüstungshaushalte auf der ganzen Erde. Jetzt schließt sich vielleicht der Kreis. Übrigens, die russischen Kosten für die Rüstung in Russland betragen 13,3% der amerikanischen Rüstungskosten. Und die meisten, weit über 90% aller russischen Soldaten befinden sich in Russland, während sich über 90% der amerikanischen Soldaten im Außendienst befinden und uns schützen. Gott sei Dank. Bin ich ganz froh drüber. Und nebenbei kommt dann eben halt auch nochmal die Situation, wir sind Exportweltmeister. Was heißt das? Jetzt geht beispielsweise die Deutsche Bundesbank, kriegt jetzt mit, oh Gott, USA ist pleite. Jetzt sagt USA, wir haben kein Geld mehr, wir können keine deutschen Produkte mehr kaufen. Dann sagt die Deutsche Bundesbank, oh Gott, wir sind doch Exportweltmeister, wir müssen doch was dagegen tun, wir können doch jetzt den Export nicht einbrechen lassen. Wir leihen euch was. Dann sagt die Deutsche Bundesbank zu USA, was habt ihr denn an Sicherheiten? Sagt die USA, gar nichts, wir sind völlig pleite. Was sagt die Bundesbank? Das macht doch nichts. Ihr kriegt's trotzdem, sonst sind doch unsere Exportüberschüsse gefährdet. Meine Damen und Herren, das spiegelt sich da wieder. Das sind nämlich die Kredite im Ausland, die wir nicht mehr zurückbekommen. Man könnte sie auch ins Plus zeichnen als Dollarnoten. Aber Dollarnoten drucken und anschreiben lassen ist dasselbe. Das ist unser Problem. So, meine Damen und Herren, also Zitate aus Medien und Politik, wir sind verschuldet und so weiter und so fort. Da habe ich noch mal reingeschrieben, ein Gedicht von Bertolt Brecht. Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Und genau das ist der Punkt, den wir hier gerade versucht haben, hier mal in einem Rundum mal durchzuziehen. Und ich möchte Ihnen diese Zahlen hier nicht vorenthalten. Das sind die Militärausgaben aus dem Jahre 2012 in Milliarden US-Dollar. China hat ungefähr das Doppelte von Deutschland als größtes Land der Erde. Vielleicht einfach nur, um bestimmte Dinge wieder gerade zu rücken von dem, was uns momentan in den Medien erzählt wird. Und ich möchte ganz deutlich hier sagen, dass ich mich hier nicht in irgendeiner Form pro-russisch äußere, aber ich äußere mich ganz klar anti-US-amerikanisch, was die Administration anbelangt. Weil das kann so nicht laufen, es sind Ablenkungsmanöver, wir kriegen ein Freihandelsabkommen und so weiter. Man versucht, die Systeme aufrechtzuerhalten mit Gewalt, das kann nicht sein. Und wenn wir wissen, diese Außenhandelsbilanz von 535 Milliarden US-Dollar, und jetzt sehen Sie sich die Kosten an, von 682 Milliarden kostet die Rüstung, das heißt, wir bezahlen die Soldaten, die gegen die Welt eingesetzt werden. Es gab mal Zeiten, da haben die Eigentümer
der Weltleitwährung das verteidigt, was sie hatten. Heute verteidigen sie, was sie gern hätten. Das hat sich verändert. Und dadurch, dass sich dieses Band immer mehr um den Hals zuzieht. Und meine Damen und Herren, eines ganz klar vorweg zu Ihnen, das sage ich Ihnen ganz deutlich. Wir können in 100 Jahren nicht uns damit rausreden durch unsere Nachkommen, wir haben nichts davon gewusst. Mit der Nummer kommen wir diesmal nicht durch. Jetzt haben wir es alles und auch dokumentiert. Meine Damen und Herren, wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit dieser Thematik und die Wissensmanufaktur ist immer im Fokus, positiv und negativ. Die Kräfte, die sich gegen uns massivieren, sind natürlich stark, das ist mir völlig klar. Man braucht schon Rückgrat und auch Kraft, es durchzustehen, wenn man permanent angegriffen wird. Das ist eben halt das Problem. Aber das muss ich einfach sehen in Anbetracht der Tatsache, dass ich hier viele Augen sehe von vielen Menschen, die das nachvollziehen, was ich sage, wie ich es so oft habe, aber einfach die Unterverzweiflung immer latent vorhanden ist. Oh Gott, was kann ich als Einzelner dagegen tun? Im September werden wir eine Veranstaltung machen, die heißt Freundeskreise. Das heißt, wir werden nicht weit von hier, in Fallingbostel. Kennen Sie Bad Fallingbostel? Ja, wunderbar, weil das rote Autobahndreieck da hinten. Da werden wir versuchen, immer mehr Leute zusammenzubekommen, die sich ähnlich damit auseinandersetzen, aber nicht um eine Revolution einzuleiten, denn das ist zu gewalttätig, sondern eine Evolution im Sinne von Einflussnahme. Wenn wir die Energie entziehen und vor allem keine Feindbilder haben, der Banker ist nicht mein Feindbild, eine Frau Merkel ist nicht mein Feindbild oder wer auch immer da rumkreucht und fleucht. Das sind Leute, die in diesem System einfach ihre Privilegien erkennen und es dann eben halt so weit bringen, da zu landen, wo sie heute sind. Aber es bringt nichts, denn es gibt ja immer zwei. Einer, der es macht und einer, der es mit sich machen lässt. Wir haben ja die Möglichkeiten. Aber was mir ganz wichtig ist, es gibt viele Menschen in meinem Kreise weltweit, ich bin sehr viel unterwegs, wirklich rundherum um den Globus, sehr viele Menschen, die diese Dinge teilen, wie ich sie sage, oder auch verstehen oder erahnen, aber sie sind alleine. Weil wir verblöden natürlich vor unserem Fernsehen, Deutschland sucht den Superstar oder sonst irgendwelche geistlosen Sendungen, die dann nachmittags ausgestrahlt werden mit irgendwelchen Richtern. Das ist ja eine Beleidigung unterster Intelligenzstufe. Aber damit halten wir die Leute unten. Meine Damen und Herren, Unterhaltung kommt von unten halten. Ja, daher kommt der Begriff Unterhaltung. Das ist ein römischer Begriff von unten halten. Das ist einfach Brot und Spiele. Und der Unterschied ist natürlich so, früher waren die Leute eben halt, wenn sie arm waren, dünn, ausgemergelt und hatten Hunger. Heute sind sie satt und kriegen den Hintern nicht mehr aus dem Sessel hoch und gucken irgendwelche intellektuellen Fernsehshows, die uns da so um die Ohren gehauen werden. Und viele verblöden, aber viele werden auch wieder klar im Blick und sagen, ich mache einfach nicht mehr mit. Nicht, indem man sich verfeindet mit den anderen, sondern indem man einfach sagt, ich stecke dort keine Energie mehr rein. Aber wenn man dann anfängt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und möchte darüber in seinem Kreis mal offen und ergebnisoffen sprechen, wissen Sie, was dann passiert? Ablehnung. Die Leute haben Angst. Ich verstehe es sogar. Es geht nicht um eine Wertung. Weil die Synapsen sind auch noch nicht dafür da. Weil wir sind natürlich über viele Jahre auch abgerichtet worden. 5 Minuten noch? Ja? Ja, okay, also okay. Also wir sind über, das ist ja unser Problem mit unserem Ausbildungssystem, was ich vorhin schon sagte, mit der Ausbildung, aus mit der Bildung. Wenn wir geboren werden, meine Damen und Herren, Gerald Hüther, ein Professor für Gehirnforschung aus Göttingen, ein ganz brillanter Mann, der, glaube ich, schon fast manchmal einfach aufgegeben hat, weil er wird einfach nur noch diffamiert. Der hat in einem Film mitgewirkt, eine Reportage, die heißt Alphabet. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich kann ihn denn empfehlen. Allein die Vorausschnitte waren für mich sehr deutlich. Der hat nämlich gesagt, 98% aller Kinder sind hochbegabt. Nach der Schule sind es nur noch 2%. Das ist so. Und ich will Ihnen das mal sagen, woran das liegt. Wir sind hier in einer Schule. Und ich möchte hier ganz klar eine Lanze brechen für die Lehrer. Glauben Sie mir eins, ich möchte in dieser heutigen Zeit kein Lehrer sein. Das ist ein Albtraum.
Ja? Weil sie spüren und sie wissen, was läuft und sie sind machtlos. Sie kämpfen und machen und sie werden gegen die Wand genagelt. Wenn wir geboren werden, meine Damen und Herren, dann sind wir eine Art, ich sag mal so, in der Dimension, wir sind noch nicht fertig, wir sind gerade geboren. Das ist so der ja, Frischling, der neue, der Newborn. Ja? So, dieser Mensch hat jetzt alle Möglichkeiten, sich zu entwickeln zu einem Homo sapiens. Ja, zu einem richtig ausgereiften, freien, frei gebildeten Homo sapiens. Das Potenzial hat er. Ja, das ist die Potenz. Potenz gibt es auch bei Frauen. Also, Potenzial. Aber leider kommt etwas dazwischen bei dieser Entwicklung. Man nennt das Erziehung. So, das heißt, man wird plötzlich geblockt in seiner Entwicklung. Die Kinder sind so wissbegierig, sie haben so viel Lust. Ich habe 3 Enkel. Ja? Man spürt, wie fröhlich sie sind, was sie für eine Lebensfreude haben. Sie wollen alles wissen, sie saugen es auf. Und dann freuen sie sich auf die Schule, weil sie dann endlich ganz viel lernen können. Und nach 3 Jahren sind sie völlig desillusioniert. Warum? Weil man versucht, sie hier reinzubringen und das nennt man dann den Durchschnitt. Und in dieser Bandbreite hat man sich dann zu bewegen, weil sonst funktioniert man im System nicht mehr. So einfach ist diese Welt. Und wer außerhalb dieses Durchschnitts sich bewegt, der ist entweder verrückt oder in meinem Fall rechts- oder linksradikal. Das ändert sich regelmäßig. Also das ist so, ja, also das ist die Situation. Da sind dann die Verrückten. So. Also, ich bitte Sie, meine Damen und Herren, ich komme jetzt zum Ende. Beschäftigen Sie sich einfach mal mit der Wissensmanufaktur.net, die Hintergründe zu ermitteln, ist unglaublich spannend. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, wenn wir diese Freundeskreise gründen, weil ich glaube, dass es fast in jedem Ort, in jedem Landkreis Menschen gibt, die ähnlich ticken. Ähnlich ticken und suchen Gleichgesinnte, aber sie kennen sich nicht. Und wir möchten dort, dass sie sich kennenlernen. Das wird eine interaktive Veranstaltung sein, wo das Hauptziel sein wird, ein Seminar, was vor allem aus Pausen besteht. Das ist interessant. Wissen Sie, was das Schönste ist, was ich immer wieder festgestellt habe? Leute kommen dann, ich kenne das von Wolfgang Berger, das ist wunderbar. Er ist mit dabei, wir machen das gemeinsam nämlich. Das ist interessant. Da gibt es dann die Situation, dass die Leute sagen, oh, das war ein schönes Seminar, Referenten, ja, war okay, aber die Pause war toll. Tolle Leute kennengelernt, super, man war immer richtig ärgerlich, wenn es dann wieder weiterging. Und deshalb haben wir gedacht, warum drehen wir das nicht um und sagen, wir machen als Hauptprogramm Pause und zwischendurch machen wir mal ein bisschen Programm, so für 10 Minuten. Und dann hat man Zeit, sich interaktiv kennenzulernen, natürlich auch mit ein paar Informationen, wie man das am günstigsten macht, wie man das am schönsten macht, auch sich kennenzulernen. Wir werden dann dort entsprechende Bereiche einrichten, wo sich Postleitzahlen quasi finden, wo man dann plötzlich sagt, wie, du bist auch aus meiner Ecke, ist ja unglaublich gleich nebenan, warum haben wir uns noch nie kennengelernt, dass diese Einsamkeit aufhört. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man anders denkt und einsam ist. Das können wir einfach versuchen aufzugeben. Meine Damen und Herren, ich habe ganz leicht überzogen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal vielleicht. Danke.